Oh. Alles klar. Also Generator ausschalten ist schon mal nicht verkehrt, das Geschütze weg. Nimm mal die Plaudertasche weg. Er ist weg. Gut. Und dann nehmen wir mal den Generator auch, ne? Ja. Halt, man muss die stärkere Ladung nehmen. So. Aufregend. Ja, hoch konzentriert. Sowieso. Der Drohnenmann. Heißt doch ein Drohnenmann. Zwei Drohnenmänner. Beruhigt euch, wenn man wieder weiß. Alles gut. Wir sind nur Freunde. Tavarischi, bitte. Wir sind Entwicklungshelfer. Jo. Und
Herrenausstellung. Also du musst sie nicht unbedingt sehen, ne, mit der Drohne. Reicht, wenn sie bei dir aufgeschaltet werden auf der Waffe. Da können sie auch hinterm Haus oder woanders, weißt du? Aber ich bin zu weit weg. Solange du dir eine Fehlungsanzeige siehst bei der Waffe beim Zielen, dann weißt du, du kannst die Drohne hinschicken. Ja, aber du musst die, du darfst nicht zu weit weg sein mit der. Ja, aber ich sage, du musst sie nicht unbedingt sehen, direkt sehen. Du kannst auch, wenn sie hinterm Haus sind, hinterm Haus, im Haus sind, weißt du? Ja. Solange du eine Anzeige siehst, wie viele Meter sie entfernt sind, so meine ich denn, dann kannst du sie machen, weißt du? Einsetzen. Hast du noch irgendwo eine? Ach, da noch unsichtbar. Oh, das ist gut. 315, nee, komme ich nicht ran. Naja. Oh. Drohne kommt, ne? Große. Oh, die Männer sind fort. Nee, ich meine Drohne von oben. Ach so. Die großen. Oh, ich bin schon in hier, du. Was, bist du schon hier? Bin schon hier. Ach so. Ja, ich muss die Pistole nehmen. So, lass sie erstmal wie alle ruhig werden. Ich gehe jetzt mit aller Ruhe vor. Ja. Ja, unsichtbarer ist an, oder? Ja. Der hat schon wieder so dieses Hin- und Her-Schalten, weißt du? Ja, der schaltet da hin und her, ja. So, jetzt ist sie wieder da. Weiß. Ja. Jetzt ist schon wieder Alarm, jetzt ist sie wieder weg. Ja. Hier unten in dem einen Bunker, Olaf. Aha. Links von dir, da sind auch noch Leute. Ja, sag ja, da ist ein Unsichtbarer drin. Ja. Und der Dings, dieser Gefängnis übrigens, da ist auch eine nicht gekennzeichnete Geißel drin. Aha. Mit dem grünen Haken. Hier bei der einen Geißel, hier vor Sigi im Bunker, da ist auch noch einer bei. Ja. Ja, den meine ich ja. Der könnte Olaf gefährlich werden. Ne, der ist im Bunker. Mhm. Also müssen wir eine Simultanschussdrohne wegkriegen. Das ist ein Schütze. Wir bekommen Gesellschaft, sagt er hier. Die sind ja alle ganz aufgeregt. Ja. Oh, nimm der Geißel, der ist weg. Mal gucken. Den hast du erledigt, gut. Ja, aber da ist noch einer im Bunker. Im Bunker, muss durch die Scheibe kommen. Wenn wir die gleichen meinen, heißt es. Ja, das weiß man jetzt nicht. Du darfst keine Bewegung entgehen.
Warum die einmal aufgeregt sind und einmal nicht aufgeregt sind, weiß ich nicht. Ja, die können jetzt weiß ich wieder, weil einer weg ist jetzt hier. Können sie nicht entscheiden. Ja. Achtet auf Bewegungen! Huh. Nee, der Bausige da unten, der ist noch da. Warte mal. Diese Unsichtbare schaut sich die ganze Zeit an und aus. Jo. Ich werde mal versuchen, den hier im Bunker zu kriegen. Jetzt geht er nicht, oder was? Scheiße, die waren dann, genau. Dann sag ich dir. Hat er gesagt. Uns darf keine Bewegung entgehen! Seid wachsam! Oh, hier ist noch einer drin. Im Bunker sind die drin, Olive. Daran. Ja. Das mal einen habe ich dir raus. Tarnung, wie er da ist. Haltet nach Feindkräften Ausschau! Jo, Drohne fliegt, flopp. Ich denke mal, bei jeder Geisel wird einer stehen. Wirklich? Jo. War gerade so. So. Der ist weg. Wer ist weg? Hey, unten habe ich einen erschossen. Achso. Vom Bunker. Also Unsichtbar ist noch da, ja? Den Unsichtbaren sehe ich im Moment nicht. Achso. Ach, da ist er wieder, das Ausrufezeichen. Habe ja schon mal versucht mit A zu markieren, aber wenn er weg ist, er weg, weißt du? Mhm. Geht das A leider auch weg. Jetzt ist er weg, Olaf. Wer? Der Unsichtbare. Hast du ihn erschossen? Ja, ja. Gut. Aber da sind noch welche. Ja, ja, es sind ja zwei Unsichtbare hier. So, Jungs, der Radar ist weiß. Nein, hier aber nicht bei mir. Nee, bei mir auch nicht. Ach so, oh, bei mir ja. Na, da bleiben wir vorsichtig. Ja. Weil ich höre auch keine Schreien mehr. Also doch, ich geh. Ja? Gut. Ja. Jetzt gehe ich mal da. Es ist ja zumindest noch ein Unsichtbarer, muss ja da sein noch. Warum? Ist euer Radar nicht weiß? Nein! Bei mir ja, komischerweise. Außenrum ist es nicht weiß. Wahrscheinlich bist du zu weit weg. Hm. Es ist bei uns noch außen, also bei mir ist es hier außenrum und blinkt rot. Hier ist auch noch rot. Oh, ja, jetzt sehe ich. Was siehst du? Ja, das Rot ist hier bei euch. Ja. Drohnenhof will man aufklären, ne? Jetzt ist es weiß bei mir. Nee, es ist nicht so weiß. Doch, bei mir ist es weiß. Ich habe jetzt den einen Bunker noch. Ja. Ja. Das ist das, was ich schon auch hatte. Ich hatte auch alles weiß, ihr hattet rot, jetzt haben wir auch rot, gelb. Und der wird bestimmt ein Unsichtbarer sein. Ja, werde ich was. Also wieder mit Infrarot langsam vorpirschen und immer die Tarnung anmachen. Ja. Stück für Stück. So,
ich gehe mal zu dem Eingefangenen, wo ich vorhin auch schon war. Den werde ich mal holen. Gut. So. Vielleicht ist der Unsichtbare ja auch da hinten bei dem Container, wo du ihn auch vorhin hattest. Wir sind frei. Warte mal, ich geh mal hier raus. Der kann höchstens hier drüben noch irgendwo sein. Sonst besorgt er auch schon mal Eingefangenen. Oh, danke. Vielen, vielen Dank. Vorsicht, hier treibt sich immer noch Bodax rum. Ich hab immer noch alles weiß. So, hast du schon mal eingeholt jetzt hier so einen Gefangenen? Nee, ne? Nee, da hinten, da sind da auch noch welche drin. Wo der Olaf drauf ist. Ja, Olaf holt sich den. Gefangenen. Ja, dann hol ich mir den linken hier. Finden nämlich nix. Aber trotzdem noch Augen auf, kann ja sein, dass. So ein Special-Effekt ist hier, weißt du, insofern du gefangen hast. Oh, jetzt wird wieder rot. Ja, unter mir ist es rosa. Unter mir ist es rosa, das heißt also, unter mir ist was. Schlüppi-Rosa. Aber warte mal, Olaf. Ha? So. Nomad, Sie hier? Gott sei Dank. Mir nach und seien Sie vorsichtig. Es sind noch Bodax in der Nähe. Diese Schweine sind völlig irre. Gehen Sie voran, Ghost. Ich folge Ihnen. Ja, wenn ich hier nicht überall hängen bleiben würde. So. So. Ja. Muss ja schon mal da reinkommen. Und da. So, besorgt euch die Gefangenen. Scheiß auf den letzten Rosen, der da unten im Herturn. Nee, da müssen sie hin. Ich hab den. Moment. Jo, mach's mit der Drohne, wenn's geht. Muss den doch umlegen. Ja. Alles klar. So. Abgefangen, die Gefangene einsammeln. Ich habe schon zwei. Ich habe eine. Komm, Kumpeline, wo müssen wir denn eigentlich hin? Erstmal zum Ausgang. Ich hole auch noch welche. Ja. Jetzt kann ich die holen. So. Eins jetzt. Wo ist denn noch eine? Hast du die? Nee, ich hol die. Ich hab zwei. Ja. Ach, du hast zwei. Ich habe eine und dann muss jetzt Ziggy noch eine holen. Ziggy, wenn du runterkommst, links vor dir da. Ja, ja. Da ist eine. Der fängt schon wieder Schreien an, jetzt sind die beide auf den geschossen, den Arsch. Ja, komm her, komm zu mir und dann... Komm mit, Melle. Komm schön mit. Die sieht man gar nicht auf dem Radar. Ach, bis die angelatscht kommt. Mach dir da keinen Kopf, lauf einfach los und sie kommt hinterher. Kommt von da oben, das ist gut. Ich hole nur die Geisel ab. Jo. Da ist aber nur ein Rechter. Ja, der, den holt Sigi gerade. Aha. So, Olaf kommt mal hierher gelaufen. Die Schlipsträger langweilen sich hier bei mir. Naja.
So, du rennst. Ganz normal laufen. Ich renn nicht. Ah, oh, ich seh. Ja, da musst du vielleicht aber mal stoppen. Ja. Die ist so lahmarschig, ne? Ich hab auch zum Fetten hinter mir da. Die kommt hier auf die Füße. Ja, die ist ein bisschen fett, ja. Oh. Aber wenn er in Bewegung ist, dann ist er beim Panzer unterwegs. Dann geht hier gleich bergab, Sigi, wenn du die Straße langläufst zu mir. Dann rollt er runter. Ja. Dann ist er schon da. Ja, pass auf, stell den, dass der aufhalten wird. Der überholt dich noch beim Laufen. Ja, ich bleib schon immer stehen zwischendurch, damit ich nicht so weit von dem weg bin. Ja. Oh, wo seid ihr denn? Ja, hier, immer die Straße runter. Komm her. Ja, ja. Er kann uns nicht sehen, ist ja klar. Weil wir getarnt sind. Genau. Ja, komm her, Pfiffi. Um Zeit, der kommt. Da müssen wir 1,2 Kilometer noch weiter. Zack. Also los und holen. Den kleinen Fettsack hier. Na du, Oberbeamter. Ach ja. Jetzt renn du mal nicht so. Wir müssen ja alle hinterherkommen. Ja. Ich gehe nur die Straße lang. Ja, aber in Tarnung. Das ist scheiße. Oder ist es der Anzug? Das ist der Anzug. Dann zieh dann einen anderen Anzug an. Nö. Ohne Schlips. Nö. Achtung, da unten sind noch welche. Ich lass den mal hier stehen. Hätten auch einen Hubschrauber nehmen können, ne? Aber kriegen wir nicht alle. Aber kriegen wir auch nicht alle mit, ne? Oh. So, ich stopp mal hier. Bleib mal stehen, Freunde. Gott. Nicht, dass die erschossen werden, weißt du? Dann wäre der Einsatz auch nämlich fehlgeschlagen. Sigi, du hast ihn genau neben dir stehen. Wenn die unten auf dich schießen, ist der tot. Und dann haben wir einen Einsatz fehlgeschlagen gehabt, getan. Sind immer noch welche, ne? Ja. Jetzt kommen hier unsere Verbündeten. Komm. Komm. Genau, weil wir hatten da einen vergessen. Einer muss doch. Sigi, hast du deinen da? Das ist hier meine Fettbombe. Nee. Den habe ich stehen lassen. Ja. Er hat den abgestellt. Ja. Der steht da wie eine leere Flasche Bier. Ja. Gut. Ja, die soll ja nicht in der Kampfhandlung mit einbezogen werden. Wir müssen da drüben hin. Ja. Ja. Drüben hingehen. Ja. Wie gehen wir da rüber, würde ich sagen, ne? Ja. So, ich gehe mal die Leiter hoch, sorry. Sind wir hier richtig? Ja. Oder? Ja. Na. 893 Meter haben wir noch. Ja, weiß ich. Ja, was willst du denn da oben? Weil ich was einsammeln wollte. Der alte Lootgeier, wirklich war. Ja, heute schlage ich mal wieder zu als Lootgeier. Ich glaube, wir müssen so rum. Wie gehen wir jetzt am besten? Ja, das frage ich mich auch gerade. Warte mal, guck, wo die Straße lang geht. Wir müssen von der. Ja, das ist hier. Oh, wir sind hoch, wir müssen.
Wenn das der Punkt ist, müssen wir von der Hauptstraße runter. Aber wir können bis zum See laufen und dann... Was machen? See aus rechts. Ja. Hier nach Nord, oder was? Wir sind da hin am See, ne? Die Feldweg hochgehen, ne? Ja, ja. Ne, nicht da hochgehen. Kommt hier weiter runter zum See. Ja, denke ich mir. Und dann müssen wir rechts. Rechts? Aber hier, nee. Hier auf der Straße haben wir es aber auch mit Autos zu tun, ne? Habt ihr keine Lust? Nee, habt ihr keine Lust. Ich guck gerade auf der Karte. Wir sind jetzt da oben. Wir müssen da runter. Wir können die gelbe Straße hier langlaufen, wo ich gerade langlaufe. Ja, ja. Die rote Straße, da müssen wir lang. Laut Kati. Ist ein bisschen verwinkelt, da kommen aber noch ein paar Feinde. Ja. Ein paar Kisten, wenn einer dran interessiert ist. Ja, wenn. So, hier sind. Aber nicht über den Berg laufen? Nein, ich bleibe auf der Straße. Bevor ich hier irgendwo kreuz und quer laufe. Die Straße führt ja auch hin. Weil du weißt nicht, ob die Geiseln hinterherkommen über die Berge, weißt du? Ja. Übers Wasser kommen es zumindest nicht, das weiß ich. Nee. Was denn meine, ich meine, die kommt, das ist eine, wirklich, man merkt, dass es geländegängig ist. Wirklich. Hast du nicht genug eingeritten, wa? Ja, ja. Ich glaube, ich habe schon wieder eine Drohne kommen. Ja, Achtung, Drohne. Ja. Auch das mal hören noch. So, können wir weiter. Meine sehe ich nicht immer auf dem Miniradar, ob die da ist oder nicht. Das ist scheiße gemacht hier. Wieso? Siehst du die komischen gelben Kästchen nicht? Nein, die hat ganz. Der Eule 2, Eule 3 sehe ich, meine nicht. Oh, Achtung. Oh. Oh, bin tot. Oh, weh, oh, weh. Ja. Hoffen die Geiseln, dass die überleben. Da ist noch einer. Die sind alle zwei tot. Ja, wenn du da so weit, ganz weit hinten bist und dich mit deiner Geiseln amüsierst. Leg den einen noch rum, Olaf. Da kommt noch einer, noch ein Auto. Ah, du Scheiße. Yo, du musst durchhalten. So, ich spring. Yo, so runter. Ah. Was ist denn jetzt hier? Ach, da unten. Gut, jetzt Geisel haben überlebt, 1, 2. Der liebe Sigi,
Hi. Und mache ich das? Was? Sigi beleben. Ach so, den. Na, ich hab gedacht, der ist schon wieder da. Der sagt da nichts. Der stirbt hier still vor sich hin, ne? So, jetzt müssen wir aber weg hier. Ja. Nur Person neu führen, ne? Was müssen wir neu führen? Ja, ich zumindest. Sigi auch. Ne, Sigi, komm. Nee, hier muss ich stoppen. Hier muss ich stoppen. Wir müssen zusammenbleiben. Aber jetzt hat der Olaf uns aber ganz schön den Arsch gerettet, wa? Ja. Mein lieber Arsch hin, Arsch her, du. So, jetzt lass mal Olaf vorlaufen. Da sind schon wieder welche unter uns. So, das ist sehr schön, wenn bei dir alles okay ist. Naja, gut. Wir hätten ja auch mit einem Hubschrauber fliegen können, aber das weiß man vorher immer nicht, ne? Ob das. Wir hätten auch mit einem Hubschrauber fliegen können, ja. So. Die kommen doch bestimmt nicht hier runter, ne? Nö, die bleiben da oben stehen. Auch der kommt. Ja, hier ist doch. Komm da. Selbstständig den Weg lang. Runter, glaube ich. Wo ist denn der? Da steht er rum. Was vollkommen recht ist, das nicht fährt. So, welche, wo müssen wir denn jetzt hin? Zum gelben Punkt. Aha. Ich höre schon wieder Hubschrauber. Hier unten in der Mine. Ja, Achtung, Hubschrauber. Hier sind irgendwas. Oh, 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 oh. Ah. Gelben Punkt. Wo ist der gelbe Punkt? Bitte schön. Da unten. Wo? Umgucken. Oh, jetzt geht es aber steil hoch. Müsste den Weg lang laufen. Da kommt doch die Nilrunde. Die läuft die Straße lang. Das habe ich mir gedacht. Die ist geländegängig, jawohl. Kommen wir jetzt hier rauf? Ist eine Leiter rauf irgendwo? Wieso? Wir müssen zu dem Punkt. Hey, hier ist eine Leiter. Wir müssen nur noch warten, bis Olaf hier ist. Ja, und dann hat sie es. Muss keine Leiter rauf, oder? Oder? Ach, du bist noch gar nicht da. Ich hab gedacht, nee, du bist nicht hier. Nee, du musst immer auf die alte warten hier. Ich hier. Was? Ich unterwegs in Nagel, da haben wir nicht von mitgekriegt. Ja. Genau. Ja. Er schickt ihn immer so gerne mit der, seiner Geisel, weißt du? Ja, ja. So. Du Speckleck. Er sagt, bück dich, du Stück. Wir haben hier nur drei. Guck mal, jetzt bleibt er auf der Stelle stehen und sie ist hinter ihm, ne? Geh in der Haus rein, Olaf. Ins Haus rein? Ja. Gut.
Die bleibt aber so ruckartig stehen, ne? Sie sollten wissen, dass die Bodaks alles so einrichten, dass die russische Regierung als Schuldiger dasteht. Sieht ganz so aus. Keine Sorge. Die Outcasts werden in der Region wieder Fuß fassen. Herzlichen Dank. Oh, war ein hartes Stück Arbeit. Alter Falter. Das Ding war hart.